Mit Akribie und der Hilfe eines 360-Grad-Lasers hat Reuters-Fotograf Kai Pfaffenbach die Fotos seiner Ausstellung Menschenbilder Emotionen 2.0 an die Wände des Rathausfoyers gebracht. Doch was können Besucher ab dem kommenden Samstag vor Ort erwarten? Meine Ausstellung Menschenbilder Emotionen 2.0 zeigt im Prinzip das komplette Spektrum meiner fotojournalistischen Tätigkeit. Zu sehen sind Aufnahmen, die beim Betrachter unterschiedliche Emotionen hervorrufen sollen, darunter etwa Bilder aus Kriegsgebieten, aber auch Landschaften und Sportaufnahmen. Für die Auswahl der Motive hatte Pfaffenbach ein klares Prinzip vor Augen. Habe ich mich ein bisschen für gefälligere Fotografie, so könnte man es nennen, gefällig deshalb, weil sie vielleicht für den Betrachter ein bisschen sympathischer ist und ihn vielleicht auch dazu animiert, ein Bild zu kaufen, denn das ist ja der Hauptgrund der Ausstellung. Es geht um guten Zweck. Die Bilder werden zugunsten der Arbeitsgemeinschaft Hospizdienst verkauft und da wäre es natürlich schön, wenn wir einfach einen großen Wert generieren, der der Arbeitsgemeinschaft zugutekommt. Die Fotos der Ausstellung kosten je nach Format zwischen 95 und 490 Euro und Pfaffenbach hofft, am Ende einige tausend Euro an die Arbeitsgemeinschaft Hospizdienst übergeben zu können. Gibt es denn noch ein Motiv, das dem Fotografen besonders am Herzen liegt? Ist ganz schwer zu sagen, was mein Lieblingsbild ist, aber im Moment sitze ich vor Usain Bolt. Es gibt Statistiken im Internet, die sagen, dass das meist publizierte Sportfoto in der Geschichte ist. Mit dem Foto habe ich einen World Press Award gewonnen. Das ist wie ein Oscar für Fotografen. Deshalb habe ich zu dem Foto natürlich einen ganz besonderen Bezug. Zumal ich auch mit Bolt gut klarkomme und jetzt in ein paar Tagen ihn auf seiner Abschiedstour bei der Weltmeisterschaft in London nochmal treffe. Und da hatte ich ja schon mal vor 5 Jahren während den Olympischen Spielen 2012 mit ihm Spaß und ich glaube, das macht das Ganze so ein bisschen rund und deshalb ist das auch ein bisschen das Kernstück der Ausstellung, keine Frage.